Hallo, 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 ihr vertrauenswürdigen FBI-Agenten und willkommen zurück zu Akte X, das Spiel. Okay, ich lese jetzt mal hier die Magic Bullet. UFO-Aktivitäten im Nordwesten. Es ist kein Geheimnis, dass verschiedene geheime Air Force-Basen im Nordwesten Alien-Wracks in der Vergangenheit geborgen haben. Doch wirst du keine Informationen dazu bekommen von den offiziellen Quellen. Weder im Militär noch bei der Regierung. Es liegt an einer Gruppe von Renegades. Es liegt an einer Gruppe von Freidenkern wie uns und organisierten Kontakten, die Wahrheit zu finden und sie euch zu erzählen. Und es ist deine Aufgabe, dein Ohr und deine Augen dem Himmel zu öffnen und dich selbst zu informieren. Von empfangenen Mikrowellentransmissionen bis hin zu haben wir von verschiedenen Vorfällen im pazifischen Nordwesten gehört und gesehen. Bei einem handelt es sich um ein abgestürztes Alien-Raumschiff. Anwohner berichten von einem großen Licht am Himmel und einem himmlischen Phänomen. Die Wahrheit ist, dass dieses UFO verschwunden ist in den Puget Sound. Keine Ahnung, was das ist. Während ein anderer Vorfall weiter im Norden einen UFO-Crash von einem UFO-Absturz berichtet, nahe dem Eisenhower Feld in Alaska. Auch wenn es keine Bestätigung gibt über den Verlust der Alien-Crew, gibt es Hinweise darauf aus bekannten Kreisen, dass das Wrack geborgen wurde, falls nicht sogar die gesamte Alien-Crew. Es ist weit bekannt unter Ufologen, dass das Eisenhower-Feld die Heimat eines Militärprojekts ist, genannt Pounce, welches erschaffen wurde, um alle Vorkommnisse von UFO-Abstürzen zu verschleiern. Aurea Borealis wird meist genannt, wenn die Regierung versucht, UFO-Abstürze oder UFO-Sichtungen zu verschleiern. Die Aria... News from Deep Inside. Jetzt hier geht's wohl um Alien... um Reptiloide, die unter der Erde wohnen. Ach komm, das ignorieren wir mal. Ich habe jetzt keinen Bock, das alles zu lesen und zu übersetzen. Was haben wir da? Ah, okay. Das sind, wie heißt das? Sonnenblumenkerne. Was gibt's hier noch? Okay. Ich könnte mal mit dem Beweissicherungsding hier Werkzeug
Ah, okay. Was haben wir hier? Wie benutze ich das Ding? Was haben wir hier noch so? From Outer Space, José Chung. Beweise für außerirdische Lebensformen. Okay, das hätten sie aber auch eigentlich übersetzen können. Was haben wir hier noch? Everett Dinner. Mit Süßkartoffelkuchen. Kuchen, die so gut sind, du wirst schwören, sie sind von meinem. Entschuldigung. Kuchen, die so gut sind, du wirst schwören, sie wären von einem anderen Planeten. Wir liefern auch, okay? 5550177. Gut. 5550177. Okay, da geht keiner ran. 0177. Kein Anschluss und. Okay, also muss ich die 555 vorwählen. Was haben wir hier noch sonst so? Ich kann hier nichts Ungewöhnliches entdecken. Ich weiß nur nicht, ob das was Gutes bedeutet. Diese Akte. Jetzt ist halt gerade extremes Pixel-Hunting. Ich rede doch mal mit Skinner. Wie lange kennen Sie sie schon? Seit 4 Jahren. Agent Mulder kenne ich schon länger. Das müssen inzwischen über 6 Jahre sein. Es wäre hilfreich zu wissen, an welchem Fall Sie gearbeitet haben. Ja, das wäre wirklich hilfreich. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie für die beiden nicht die Vergangenheitsform benutzen würden. Ich auch. Hier haben wir einen Laptop. Dana Scully, Passwort kenne ich nicht. Okay. Sollen wir Ihre Telefonate checken? Gute Idee. Die Rezeptionistin wird eine Aufstellung haben. Eine Bibel. Was ist aufgeschlagen? Okay, hier geht es um die Wiederauferstehung der Toten. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas Wichtiges übersehe. Und was jetzt? Oh, bist du nett. Geschah irgendwas Ungewöhnliches, während Sie hier waren? Nein, da fällt mir nichts ein. Fällt Ihnen irgendwas ein, das uns helfen könnte? Nein, es tut mir leid. Die checkten ein und verschwanden gleich wieder und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Was studieren Sie? Ich bin Jurastudentin. Erfassen Sie die Nummern, die angerufen worden sind? Ja, sicher, für die Abrechnung. Könnte ich vielleicht eine Kopie haben? Na toll. Geben Sie mir einen Augenblick Zeit. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie mich aufhalten. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht bei der Arbeit stören. Sehr witzig. Okay, was haben wir? Fox Mulder, Dana Scully, bla bla bla. Miete für Zimmer 44 Dollar, Steuern für Zimmer 4 Dollar. Telefonbenutzung 0149 0182.
0. Ach nee. Clear. 555-0149. Habe ich die richtige Nummer gewählt? Okay. 555-0182. Geht keiner ran. 555-0149. Okay, es hat mir echt weitergeholfen. Was haben wir hier noch so? Grußkarten. Wissen Sie, was Kallis Passwort ist? Ich weiß es nicht. Versuchen Sie Glaube. B. Okay, Glaube. Probieren wir es mal. Ich probiere mal Englisch für Belief. Faith. Glaube groß geschrieben. System gesperrt, okay. Glaube hat nicht funktioniert. Irgendwelche anderen Vorschläge? Versuchen Sie Descartes, etwas anderes weiß ich nicht. Vielleicht sollten Sie die Abteilung zur Bekämpfung von Computerverbrechen der Polizei von Seattle um Hilfe bitten. Okay. Nö, das war's auch nicht. Okay, übersehe ich irgendwas? Hier gibt es nur das Hotel. In Seattle haben wir das Polizeilabor, Außenstelle, Apartment. Wir fahren mal ins Labor. Hey, Mr. Wilmore. Schön, Sie zu sehen. Das letzte Mal ist ewig her. Hey, John, wie läuft's bei Ihnen? Ich langweile mich. Ich hoffe, Sie haben was richtig Aufregendes für mich. Tja, ich tue mein Bestes. Also, worum geht's denn? Arbeiten Sie an etwas Gutem? Nein, hier ist überhaupt nichts los. Ich zähle darauf, dass Ihr FBI-Leute mein Leben interessanter gestaltet. Wie geht's Ihrer Frau? Ex-Frau, meinen Sie? Es geht ihr gut. Sie und die Kinder besuchen ihre Mom zu Ostern. Und Ihre? Meiner Frau? Nein, Ihren Ex-Kindern. Ja, natürlich Ihrer Frau. Gut, schätze ich. Wir sprechen schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr miteinander. Schulden Sie mir nicht nur einen Dollar? Wofür? Für das Basketballspiel? Niemals. Ihr windiger Partner hat doch geschummelt. Cook? Der hat garantiert noch nie geschummelt. Den Dollar können Sie sich abschminken. Da würde das ganze Polizeilabor offiziell protestieren. Habe ich was für ihn? Den Laptop? Nee. Nee, ich habe nichts für ihn. Okay. Das hat mir jetzt nicht geholfen. Was haben wir hier? Ein Foto von einem Alien. Roswell-Autopsie. War sie real? Abstimmung hier. Wo ist John F. Kennedys Gehirn? Toll, toll, toll. Da habe ich irgendwas übersehen hier in Everett.
Majestic Cover Operation. Warenhaus, also Lagerhaus an den Docks bei den Eisenbahnschienen. Das klingt doch schon besser. Okay, darauf kann ich ihn nicht ansprechen. X-227. 272, Entschuldigung. Ja. Okay. Ich muss irgendwas übersehen. Okay. Wahrscheinlich ist da das Passwort drin. Was übersehe ich denn gerade? Boah, das ist mir gerade richtig unangenehm. Aber hier gibt's halt auch echt nichts. Ah. Warum haben Sie in Everett gewohnt und nicht in Seattle? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben Sie ja an den Kosten für das Motel sparen wollen. Sie hatten doch wohl keine Feinde, oder? Jeder Mensch hat Feinde, Agent Wilmore. Warum haben Sie nicht unser Büro benachrichtigt, bevor Sie mit Ihren Ermittlungen anfingen? Das ist eine der Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Apartment. Das ist einfach nur meine Wohnung, oder? Ja. Kronos Quartett. Wernicker Schlosskonzerte. Okay. Ich brauche mein Passwort. Toll, Zahnpasta und Rasierschaum.
Das ist mein Schlafzimmer. Was haben wir da für Ramones. Okay, ich stehe scheinbar total auf die Ramones. Aber eins muss ich sagen, die hätten sich ruhig eine bessere Digitalkamera besorgen können für die Fotos. Das ist teilweise echt keine gute Qualität. Oh, mein Tagebuch. 31. März 1996. Die Arbeit, die ich gerade tue, ist wirklich frustrierend. Ich habe meinen Kopf gegen eine Steinmauer gehämmert, um eine Lösung dieses Falls zu bekommen. Milizen sind eine pernicious, eine Kraft in Amerika, und sie werden noch gefährlicher und erfolgreicher. Denn ignorante Bürger erlauben ihnen zu gedeihen. Letzte Woche, nach einem langen Gerichtsstreit, wurden 7 Mitglieder der Lightning Strike Brigade aus Redmond verurteilt für Verschwörung, Steuerhinterziehung, Bankraub, Federal Weapons Violations, also Waffenrechtverletzung, Bombenbau und den Besitz von explosiven Stoffen. Trotz der Anstrengungen ihrer Anwälte den Prozess zu sabotieren. Ich glaube diesen. Echt unglaublich, diese Haie. Nach allem, was das FBI getan hat. Nach allem, was das inklusive Gaining the Corporation. Selbst mit der Unterstützung der staatlichen Autoritäten und des County Sheriffs, diese Typen reinzubringen. Und sie in den Ironclad-Fall zu verwickeln. Schöne Bürokratie, Büroarbeit. Danke. Du würdest denken, diese Anwälte würden sich einfach zur Ruhe setzen und versuchen, den Fall im Gericht zu belassen. Nein, stattdessen sind sie jede Nacht im Fernsehen und beteuern die Unschuld ihrer Klienten, welche Patrioten und wahre Amerikaner sind, die an der Frontlinie gegen die Tyrannei kämpfen, etc., etc. Manchmal frage ich mich, ob es das alles wert ist. Wenigstens würdigt Shanks, was ich getan habe. Er ist ein guter Kerl. Und einer der Besten, mit denen ich gearbeitet habe. Unter denen ich gearbeitet habe. Trotzdem wird es frustrierend, wenn du arbeitest und arbeitest an einem Fall und siehst, wie die bösen Jungs sauber am Ende wieder herauskommen. Ich habe alles getan, was ich konnte, um einen starken Fall einen starken Fall, eine starke Anschuldigung zusammenzustellen. Doch jetzt ist es Zeit, es loszulassen und das Gerichtssystem es übernehmen zu lassen. Ich habe Elizabeth seit zwei Monaten nicht mehr gesehen. Nee, Wochen. Ich habe Elizabeth in den letzten 2 Wochen nicht mehr gesehen. Ich habe ihren letzten Besuch letztes Wochenende verpasst. Ich hatte wieder zu viel auf Arbeit zu tun. Und jetzt nähert sich auch schon Ostern.
Ich weiß nicht, ob ich eine Chance haben werde, sie zu sehen. Aber das schiebe ich alles mal zur Seite. Es ist spät und morgen wartet wieder ein frischer Stapel Papier auf mich. Ja, vielleicht kann ich irgendwas Positives daraus gewinnen. Okay. Was haben wir hier noch? Einfach nur Klamotten. Gut. Eine Bärenstatue. Familienfotos. Okay, ich habe mal die Stereoanlage angemacht. Für dich mein Passwort. Ich feiere mit der Familie, Menschen, die mir nahe sind. Es gibt viele Zweige an meinem Familienstammbaum. Liebe, Sorge, Liebe, Sorge. Helfen, teilen, helfen, teilen. Ich feiere meine Familie, Menschen, die mir nahe sind. Ja, dann fahren wir doch mal wieder nach Everett ins Inn. Ich muss hier irgendwas übersehen. Welche Nummern habe ich denn im Telefon? Computerkriminalität, rufe ich mal an. Sie haben das Seattle Kriminalamt Abteilung Computerverbrechen erreicht. Da wir im Moment dabei sind, unser Telefonsystem zu verbessern, können wir leider Ihren Anruf nicht beantworten. Es tut uns leid, dass wir Ihnen diese Unbequemlichkeit verursachen. Bitte versuchen Sie morgen wieder. Warum sind diese Telefonstimmen alle so schlecht? Okay. Okay, das ist also mein Adressbuch. Aber... okay, ich habe E-Mails. Mike Robinson, Akten zum Fall. Cray, was macht das FBI mit den Akten zu den einzelnen Fällen, wenn diese erst einmal abgeschlossen sind? Ich hätte gerne ein oder zwei. Ich habe eine Idee für ein Buch. Da geht es aber um einen Fall des FBI. Und ich würde gerne sagen, dass dem etwas Reales zugrunde liegt. Sag doch mal Bescheid, ob du mir da helfen kannst. Aber kein Problem, wenn das nicht geht. Super Ram. Von Mark Cook. Cray, es sieht so aus, als ob wir den Spielscheinfälschern endlich auf der Spur wären. Wir sollten uns nachher mal unterhalten. Aber Shanks erwartet, dass wir den Fall in ein paar Tagen abgeschlossen haben. Nur damit du Bescheid weißt. Mark. Von Jim Sides. Rugby-Regeln. Wilmore! Hallo, Mann! Wie geht's, wie steht's? War super, dass wir uns letzte Woche getroffen haben. Wir hatten uns viel zu lange nicht gesehen. Ich freue mich, dass dir das Spiel gefallen hat. Es tut mir leid, aber du bist zu schwächlich, um richtig mit dir spielen zu können. Dies nur für die Annalen. Und ich habe einen Zahn verloren und zwei Gehirnerschütterungen gehabt. Nicht andersherum. Und meine blendend weißen Beißerchen sehen besser aus als je zuvor, was ich von dir nicht behaupten kann. Kannst wahrscheinlich von Glück sagen, dass du nicht rauchst, oder? Ha! Bis später, Jim. Spende Blut, spiel Rugby. Okay. Das hat mir jetzt echt nicht wirklich weitergeholfen. Kann ich jetzt dahin fahren?
Seattle, Apartment, Polizeilabor, Außenstelle. Oh, ich nehme schon eine halbe Stunde auf. Ich glaube, ich mache dann am besten mal einen kleinen Schnitt. Ich werde meine Notizen jetzt nochmal durchgehen. Genau, ich mache jetzt einen kleinen Schnitt und sehe nochmal meine Notizen durch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!